Freunde der Schlacht und postmodernen Unterhaltung. Da kommen wir nicht ungesehen lang. Ich bezweifle es zumindest, wir können es mal versuchen. Ui, es ist halt einfach hier. Wir haben keinen langen Rast mehr, wir haben keine kurze Rast mehr, wir haben. Heilung habe ich auch nicht mehr wirklich. Hier habe ich noch ein bisschen was. Hilft nicht viel, aber ein bisschen was. Geht's noch irgendwas zur Selbstheilung? Waffenbindung? Haben wir noch irgendeinen versteckten Zaubertrank? Sieht denn sonst blöd aus? Eventuell könnten wir hier rüber springen, aber es ist ein. Es kann ja kaum gut gehen. Ich würde es mal lieber mit Astarion versuchen, oder? Ich mach's. Ich mach's. Okay, es geht. Maybe I should. Ah, natürlich rennt sie da rein. Was war denn an dem Befehl springen so unklar? Ah, ich bin am Arsch. Das hätte klappen können, wenn sie aufgesprungen wäre. So, vielleicht können wir hier vorbei rennen. Ich habe eine Idee, wie wir das schaffen können. Vielleicht können wir hier irgendwie die Maschine attackieren. Vielleicht können wir den Kampf generell ein bisschen verschieben. Das war abzusehen. Der wird jetzt auch nochmal angreifen. Oder nicht? 258 sollen das was werden. Also im Kampf können wir das nicht gewinnen. Another step forward. Wir sind jetzt tot. Ja. Um zu sehen. Jetzt sollten wir nicht alle hinterrennen. Sind noch einen im Kampf haben. Sag nicht, dass die explodiert sind. Na toll. Alle tot. Meine Hoffnung ist, dass wir uns mit einem Blut hinschleichen können und dann am besten mit mehreren. Und dann irgendwie das
Ding attackieren können. Bloß hat sie jetzt keine Fernkampfwaffen. Zielpunkt ist nicht erreichbar, sie ist die schlechteste hierfür. Wir bräuchten halt hier einen Feuerpfeil oder so, einen Feuerball oder irgendwas in der Art bräuchten wir hier. Um das Ding zu sprengen. So könnte es was werden, was schaffen würden. Immobilien, fantastisch. Das können wir nicht mal angreifen, weil wir den Zug verbraucht haben. Geil. Also ein Sprung drüber ist möglich, aber dann müsste man, wenn der Sprung auch ausgeführt wird. Wir müssen das irgendwie ohne Kampf schaffen. Mit dem Kampf. Das muss gehen. Ja, es ist. Keiner wird hier nichts mehr ausrichten können. Ja, wenn wir da mit einem Feuerball haben wir leider nicht dabei mit Gel. Du könntest das hier machen, aber. Haben wir irgendwie eine Bombe mit dabei? Die wir noch werfen können. Ah, ein Schleimding. Wir hatten doch bestimmt, da haben wir die verkauft, wir haben doch bestimmt eine Bombe gehabt. Irgendwo. Rauchpulver fallen. Und was Explosives. Put him up. Das war's damit. Wenn ich nicht da reingerannt wäre, das ist. Finden wir jetzt noch einen Weg irgendwie dahin? Idee, die ich hatte, mit dass einer dahin schleicht und das dann außerhalb des Kampfes ist. Ich glaube, dass das nicht klappt. Das könnte. Das ist eine kleine Chance, dass das klappt, aber. Ja. Es darüber geht, aber. Ich bin so reinnatscht. Wir sind in der Tat am Arsch. HP down. Also irgendwo Heilung finden gibt's auch nicht. Einziger Weg ist, könnte noch sein, wieder raus und dann. Na, uff. Zu weit weg.
Hier kommen wir nicht ungesehen hoch. Es ist blöd, dass die hier, dass die den Schritt nach vorne geht noch. Um zu springen. Versuchen wir es vielleicht mal so. Dann latsch doch nicht da rein. Ich verstehe es nicht. Es wird natürlich der erste Angriff hier gelten. Oder auch nicht. Und der zweite, oder nicht? Das steht sehr günstig. So ein paar Feuerpfeile abschießen können. Wir müssen gar noch angreifen. Auch wenn das hoffnungslos ist. Immobil, fantastisch. Kämpfen wir hier mal einen hoffnungslosen Kampf. Okay, springen kann ich hier schon mal nicht mehr. Breathe deep and move. Ich hoffe, dass die sich auf die konzentrieren. Und die eine Weile durchhalten. Strahlwächter Titan. Fantastisch. Nein! Es hat uns noch gefehlt. Da kommt der nächste. Oh Gott. Aber wenig gebracht. Das war also meine Hoffnung, das jetzt hier dadurch zu schaffen. Das hat ja nicht mal berührt. Die Maschinerie können wir nur ausschalten, wenn wir nicht im Kampf sind. Der Durchschleichen hat ja sehr gut geklappt bisher. Schießen können wir auch noch. Schade. Und dumm, dass hier wirklich gar nichts passiert. Ne, es geht so nicht, also Feuerpfeil. Kurz nicht bringen. Dann alles flüstern. Magiehand.
den Platz. Klingbann. Okay, ich versuch's noch einmal da zu schleichen, dann müssen wir wohl irgendwie den Weg zurück. Aus der Schmiede raus und dann lange Rast machen, um mit Geld zurückzukommen. Wenn eine Möglichkeit. Dann sind wir voll aufgeladen im Kampf und schaffen vielleicht die letzten vier hier noch. Können wir zumindest ausprobieren. Eine schlechtere Idee ist das hier, was wir hier machen. Kann es gar nicht sein. Ach, natürlich rein, rennst du rein. Ich wollte es versuchen mit einem, der aus dem. Okay, egal. Wir müssen die Apparatur bedienen, also das ist doch schon. Ich versuch's mal hier wieder rauszuschleichen. Das ist doch die beste Idee, die wir hier gerade haben können. Mehr jetzt schief gehen kann's nicht. Und hat mehr Hoffnung auf Erfolg als der Scheiß, den wir hier versuchen. Seems simple enough. Dann schleich ich nochmal hier raus. Ich will die mal lieber nicht öffnen. Hier hatten wir ja schon alles aufgeräumt, das heißt, müssten wir irgendwie rauskommen können. Können wir uns hier ein Pulverfass entsticken. Auch hier nicht möglich zu schwer. Naja, also doch nicht. Das ist ein Gebiet hier hinaus. Schreien zur Anbetung in der Gottheit. Die müssen wir noch ein bisschen sneaken. Okay, da gab es eine Leiter hoch. Hoffe, wir kriegen nicht, dass der Alarm schlägt.
schnell hoch hier. Schleichen wir uns mal hier durch. Muss nach unten raus, oder? Können wir auch hier oben. Könnte man vielleicht runter. Vielleicht mal hier entlang. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Wusste ich. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Komm nicht hier lang. Alter Schwede, du wirst mich verarschen. Wir sind am Arsch. Kampf beginnen, Horrorbot Nope. Das schaffen wir im Leben nicht mehr, diesen Kampf. Arsch, Alter, und draußen steht auch noch einer. Das sind, ach, ja, das hier durchzuschleichen war unsere Möglichkeit. Versuch's mit Sprinten. Das wird aber nichts. Alle Heide rauszubringen. Ach, großartig. Nee, es ist... Oh Gott, ich hasse das Spiel manchmal. Warum laufen die auf einmal hier lang? Das ist ja nicht wahr. Wenn da doch wohl einen Weg nach draußen finden. Und wieder rein. Okay. Glaub, dass wir die hier nicht ausgeschaltet haben. Und wenn nach drinnen ist es natürlich wieder. Sind natürlich wieder in der Blockade. Fröhliches Sneakfest heute. Stahlwaffenfabrik auszuschalten ist ja das einzige, der einzige Weg zum Erfolg. Oder gegen Gortash kämpfen und die Stahlwaffen auf dem, ja. Wie ist das? Das hätte wirklich. Das nicht lernen genug macht. Never wanted the easy path. Ich muss zwischendurch mal speichern. Nicht, dass wir den ganzen Weg nochmal gehen müssen.
Jetzt macht keinen Scheiß. Und wieder hier. Ist doch schon so oft durchgeschlichen. Kriegen wir auch wieder hin. Ich glaube, hier ist die wenigste Bewachung. Das könnte hier am besten klappen. Und wir hier mal lang. Hier ist ein Hebel. Muss nur geräuschlos tätigen. Da war eine große Stahlwache wahrscheinlich vorne. Das kann klappen. Okay, jetzt läuft auch jemand lang. Vorsichtig. Den deckt uns jetzt nicht. Ach, verdammt! Wie sollen wir denn den Kampf bestehen? Und wir sind jetzt hier oben, aber... Wir haben Higher Ground, aber... Und auch im Leben nicht mehr. Kannst du doch wahrscheinlich sogar hier hoch teleportieren. Wie viele sind denn das noch? Einige. Jetzt haben wir den Typen hier. Ja, ist klar. Holy shit. So viel zu der Möglichkeit hier rauszugehen. nein. Das schafft man nicht. Aus dem steht daraus noch eine Stahlwache. Da ist durchzukriechen. Schwierig. Aber wo sie jetzt weiter hochkommen. Und das ist ein Kampf, den wir verlieren. Sehe ich nicht. Sie hätte ich den castet und sie ausschalten. Ist der Engel weg? Blood comes easy these days. Fantastisch. So viel zu High Ground.
Na komm. Müssen irgendwie durchhalten. Da verschwindet auch der Typ. Das wäre ich doch schaffbar. Wo ist eigentlich deine zweite Waffe? So much for peace. Shouldn't have made me your enemy. Wenn es nur die Dreier sind, dann schaffen wir das vielleicht. Weg unterbrochen. Großartig. Make way. Knees high. Warum darf der zweimal zu hauen? On the move. Heads up. Nein, unten bleiben. Stahlbacher Arm. Bestimmt stark nach draußen aufmerksam auf uns. Fantastisch. Ist aber nur eine. Das können wir irgendwie noch schaffen. Na komm. Die kriegen wir. Victory awaits. You bow or you break. Fantastisch. Okay, was soll das herstellen? Und nächste Stahlwache los. Wir schaffen nicht alle Stahlwachen hier drumherum zu besiegen. Sneaky an. Wir müssen da hinten durchs Tor durch, oder? Ja. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich noch an der einen Stahlwache vorbei.
Da hinten ist auch noch ein Gang. Ja, die werden wir auch noch besiegen müssen. Ob wir das schaffen, ist die Frage. Astarion ist so ziemlich der Einzige, der es noch kampffähig ist. Viel stark, nice. Heilen können wir nicht mehr wirklich. Das könnte ein knapper Kampf werden. Und letzte Kraft. Das war klar. Okay, da vorne ist wenigstens keine Stahlwache mehr. Immobil verstummt. Okay, da geht unsere Hoffnung hin. Natürlich muss es ein Fehlschlag sein. Oh je. Na komm, aufhelfen. Tag beenden. Ja, sehr schön. Und dann wieder rein mit uns. Wir haben so ziemlich alle auf dem Weg. Aus dem Weg geräumt. Dach wo. Tut mir leid, Astarion. Need to find a way forward. Ich muss dich mal wieder aus dem Team schmeißen. Need something? Oh, darling, I'm hurt. It sounds awful. How can I help? With. Könnten wir das vielleicht schaffen? Nicht so lange Rast und dann brechen wir da ein. Und Gel haben wir tatsächlich eine Hoffnung. Ich hoffe, da passiert nichts. Während der Nacht kommen und diese neue Wachen schicken, während wir hier lange Rast machen. Jetzt rein hier. Ich höre schon eine Stahlwache. Wir sollten jetzt möglichst ohne weitere Angriffe auf den Weg hineingelangen. So, alle rauf hier. Wenn jetzt alles gut läuft, schaffen wir es ohne. Ohne Kampf hinein.
Den Weg müssten wir doch jetzt alle ausgeschaltet haben. Schade, dass wir so ein großes Schwert nicht tragen können. Dass wir auf demselben Wege rein und rausgekommen sind. Stahlwächter ist hier. Hoffentlich kein Intakter. Die Pik gegen die Stahlfabrik kriegen. Wenn der sich jetzt umdreht. Nein. Wir sind beide komplett aufgeladen. Was heile bist du drunter schaffen? Sollten wir eine Chance auf den Gewinn des Kampfes haben. War ein harter Kampf, dass wir uns wirklich gemetzelt haben. Jetzt lassen uns den letzten großen Kampf gewinnen. Wenn wir die dann alle vier ausgeschaltet haben, aktivieren wir das Tor und fertig ist. Und das Tor, ihr wisst schon, die Maschinerie. Da gibt es keine neuen Stahlwachen mehr. So, na dann, positioniert euch. Auf geht's. Okay, ich brauche dich lebend. Headshot-Treffer. Fängt ja schon mal gut an. Uns. Die Explosion werden sich nicht verändern lassen. Wenn wir drauf gehen, seien wir besiegen in einem Zug. Wir wetten können, dass der erste Angriff nur das Geld ist.
so Feuerball auf den auf alle drei. Ja, nicht schlecht. Das mit Immobil, das ist schlecht. Das ist Immobilität auch immer. Na toll. Der ist zu weit weg. Ich würde mal versuchen, ein bisschen zu fliehen. Ich bin auch unten im Immobilien fantastisch. So kämpft sich ja am besten. Heilung auf mich selbst. Das ist nicht gut. Wir können uns nicht bewegen. Ah, großartig. So viel dazu. Gut, dass die so verstreut stehen. Das Feuerball nicht weggegangen. Es muss doch möglich sein, dass wir das hier schaffen. Wow. Das Immobilie hier hinten gefesselt. Beeindruckend, scheiße. Und der ist tot. Wow. Wie hoffnungslos ist dieser Kampf. Wenn wir den jetzt hier voll aufgeladen schaffen. Wie scheiße kann ein Kampf sein? Nicht bewegen können. So eine Scheiße. Was ist denn das für ein Viech? Hat gerade einfach. Alter Schwede. Nö, das schafft man nicht. Ich glaube, das war's dann mit diesem Let's Play. Zumindest mit der Waffenfabrik. Die kriegen wir nicht besiegt. Zwei tot. What the actual fuck. Und nur noch Karnach da. Wie soll Karnach das alleine schaffen? Ich muss mir nochmal angucken, ob es da irgendwie einen Weg gibt. Um die Maschinen doch noch zu bomben können. Vielleicht mit Gaze Feuerball. Wir müssen dort nach hinten gehen. Ich meine, ich habe schon. Alle gegen Karnach. Bin hoffnungslos. Ja, mein Bestes. Hält noch ganz schön viel aus.
Können wir Geld irgendwie vorbeischleusen? Wäre eine Idee. Sonst haben wir hier den nächsten Part in der Waffenfabrik unnötig. Ich würde es jetzt mal in dem Part gerne zu Ende kriegen, deswegen. Wenn nicht, müssen wir halt einfach dort daraus verschwinden. Stahlwaffenfabrik unzerstört lassen. Dann wird der Gotash-Kampf unbesiegbar. Wie können wir das hier schaffen? Als ob wir diesen Kampf schaffen müssen. Wir müssen das doch irgendwie. Fabrik zerstören können ohne die. Ich habe noch natürlich, das ist, ich habe dieses eine Video gefunden, was aber irgendwie nicht wirklich, das lief mir leider irgendwie nicht weiter. Sobald einer das Ding betritt, geht der Kampf los. Und dann wird der. Wird die Maschine nicht mehr deaktivierbar sein? Oh, let's get this over with. Ich kann mit Gay hier irgendwie drumherum kommen. Das ist scheiße. Natürlich wird der jetzt angegriffen, was auch sonst. Ne, ich werde angegriffen. Aber von dieser Stahlwache nehmen wir das dann.
Erstaunlich, okay, wird nicht angegriffen. Dieser Kampf ist ausweglos. Ich bin schon wieder gefesselt hier. Die wacht mit ihrem Fesselspielchen. Kriegen wir die eine Wache wirklich weg? Weißt du, die nächste auch schon mit rein? Renn so weit du kannst. Kommt der jetzt noch mit dazu? Der Stahl war auch ohne Schaden gebreitet. Die Großen in der Mitte kriegen wir nicht hin. Wäre schon Erfolg, die hier auszuschalten. Danach braucht Heilung. Kein wenig Rückzug. Jetzt meine Hoffnung, dass das klappt. Okay, klappt nicht. War ein Versuch wert. Bin verloren. Ja, komm hier in den Sprengradius rein. Das und wir das mal mobil sind. Explodiert eh gleich. Können wir uns da rausbewegen? Wahrscheinlich nicht. Nied ist eine schlechte Position für diese Sache. Dürfte kriegt ein bisschen Schaden durch die Sache. Sehr schön. Da sollst du hin. Aber gut. Ah!
gleich tot. Nein! Bleib nur schon genau das dran. Scheiße. Viel zu schlechter Feuerball. Super, dieses Herzchen wieder dieser. Die sind wieder gefesselt und dann mit diesem Hagel-Dings. Ohne mich. Natürlich klappt das hier nicht. Was den anzugreifen. What the fuck? So oft kann ich das nicht mehr einsetzen. Können wir zumindest die Steilwachen hier ausschalten. Ich sehe da keine Hoffnung drin. Ein nachgiebiges Konstrukt. Ich hätte ihr aufhelfen sollen. Wir müssen Karl auch aufhelfen. Nein, geh halt durch. Ich kann aber hier keinen Zug verbrauchen, Karl auch aufzuhelfen, verdammt. Schlecht, aber er ist jetzt erst halb runter. Das wird nix. Ich bin jetzt schon fast am Arsch. Das ist eine sehr gute Runde, aber... Wie oft können wir das denn einsetzen? Haben wir irgendwelche Heilungssachen? Ja, nicht so. Das hat ja sehr gut geklappt. Na toll. So gut wie am Arsch. Na komm, jetzt hier. Mobilität ist jetzt hier natürlich sehr gut, um das zu überleben.
war echt ein geiler Versuch. Uff. Jetzt haben wir zwei Parts in Folge, die kann ich hier nicht mehr. Jetzt haben wir zwei Parts in Folge hier gekämpft. Das ist. Wir gehen die Thumbnails aus. Ich muss den Part aber leider wieder beenden hier. Partling ist erreicht und ja. Ich werde mal gucken, was ich hier machen kann. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.